So, ich stehe jetzt hier mit Josef auf der Burg Schümeck, nahe dem Balatonsee. Ja, da haben wir ja eine tolle Karte im Hintergrund. Josef, kannst du ganz kurz sagen, wo wir jetzt genau sind? Wir sind hier in dieser Stadt Schümeck. Das gehört in der Arte-Zeitung zu Komitat Zola, jetzt Teil von Komitat Westbremen. Jetzt Ungarn, Großungarn war ja früher viel größer, als es heute ist. Ja. Was gehörte denn alles dazu? Gehörte heutige Slowakei, das Silvanien, jetzt gehört zu Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich. Ungarn wurde nach dem Frieden in Trianon 1920 zerteilt. Das ist eine Tragödie. Ja. Die heutige Ungarn ist so klein, ein dritter Teil geblieben. Mhm. Jetzt vielleicht ganz kurz noch zur Geschichte dieser großartigen Burg, die ja, glaube ich, im Mittelalter entstanden ist. Die Burg wurde in dem 13. Jahrhundert gebaut, die kleine Burg, der Stein der Burg. Die ganze Burg wurde in den 15. Jahrhundert, in der Zeit von König Matthias, in der heutigen Form und ausgebreitet. Und die Türken eroberten die Burg niemals. Sie hat eine gute Lage, sie war gut verteidigt und die Burg wurde mit Tunneln mit der Gegend zusammengebunden. Die Türken wurden mit österreichischer Hilfe ausgeputzt. Nachdem blieben die Österreicher hier. Wir hatten zwei Aufstände gegen die Österreicher. Die erste wurde von Ferenc Rákóczi geführt und hier war eine Basis für die kämpfende Truppen in Transdanubien. Nachdem die Burg wurde den Österreichern übergegeben und die Österreicher haben die Burg in 1713 gesprengt und zerstört. Nachdem war die Burg in Ruinen bis 1989, dann von dieser Zeit vermietet ein Unternehmer, heißt Imre Pop von dem Staat und er hat die Burg von dieser Zeit teilweise renoviert und in Betrieb gehalten. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank, das war sehr interessant. Jetzt gucken wir mal weiter. Tschüss.